Die Silent Inflammation ist ein Grund für zahlreiche Krankheiten bis hin zu Krebs. Gegen diesen gibt es mehrfach Medikamente. Weil dieser wirklich so verheerend ist. Fortlaufentzündungen, die nicht gestoppt werden, münden fast immer in eine Autoimmunerkrankung und gegebenenfalls auch das Organ. Die vier Hauptstoffe gegen vier Hauptentzündungswege bei uns im Körper, nämlich entgegen der Annahme, dass es nur einen Weg im Körper gibt, wie Entzündungen entstehen, sind es genau genommen vier Hauptwege und dort wirken auch komplett andere Stoffe. Welche Wege das sind, wie sie grob funktionieren und was Studien zeigen, um diese Entzündungsreaktion in diesen vier Wegen zu stoppen, lernt ihr genau in diesem Video. Es sind sicherlich noch einige dabei, die ihr noch nicht kanntet und ebenfalls ich auch noch nicht kannte, von daher ganz, ganz spannend. Die Silent Inflammation ist ein Grund für zahlreiche Krankheiten bis hin zu Krebs. Das Tückische ist, dass man diese stillen Entzündungen, also Silent Inflammation, nicht direkt merkt. Omega-3 ist sicher ein richtiger Pfeiler entgegen Entzündungen, das wissen wir alle. Es gibt aber noch weitere Wege. Der erste ist der JAK-STAT-Weg, also J-A-K-S-T-A-T. Dieser ist der Hauptweg für Entzündung vor allem. Ja. Gegen diesen gibt es mehrfach Medikamente auch, weil dieser wirklich so verheerend ist. Ja. Diese nennt man auch JAK-Inhibitoren, ja. Diese JAK-Inhibitoren sind aufgrund ihrer immunmodulierenden Wirkung bei immunologischen bedingten Krankheiten, wie zum Beispiel Autoimmunkrankheiten, wirksam. Insbesondere bei mittelschweren Beschwerden rheumatoider Arthritis, ja, je nach Wirkstoff auch Gebiet Psoriasis, also das heißt, Psoriasis ist ja dementsprechend die schuppige Kopfhaut, oder Colitis ulcerosa, das heißt Darmerkrankungen, ja, oder Dermatitis und so weiter, ja. Das sind alles verheerende Krankheiten, wenn sie ein Ausmaß später einnehmen. Von daher gibt es hier schon Medikamente dagegen, weil dieser Weg so wichtig ist, ja. Fortlaufentzündungen, die nicht gestoppt werden, münden fast immer in einer Autoimmunerkrankung, die zur Folge hat, dass einige Zellen zerstört werden und gegebenenfalls, wenn es mal so weitergeht, auch das Organ irgendwann versagen kann. Treffen Entzündungsbotenstoffe, auch Zytokine genannt, ja, auf den JAK-STAT-Rezeptor bei uns in der Zelle, wird diese aktiviert. Das hat wieder zur Folge, dass das Protein STAT, so, deshalb heißt der Weg ja auch so, in den Zellkern wandert. Also da, wo die DNA zu finden ist, also unsere Erbinformation. Und verändert dort die Informationen auf der DNA, die abgelesen werden sollen. Das heißt, die Proteine, die dementsprechend gebildet werden sollen. Das bedeutet, es werden jetzt noch weitere entzündungsfördernde Proteine gebaut mit dem Bauplan der DNA. Und das wollen wir auf keinen Fall und wollen es ja dementsprechend verhindern. Und daher gibt es bei unserem Körper die COCs. Das sind Unterdrücker dieser entzündlichen Botenstoffe. Diese unterbinden diesen Prozess und von diesen wollen wir ja viele haben. Wie man in dieser Studie sehen kann, zeigt, dass Kurkumin diesen JAK-STAT-Weg dementsprechend unterbindet und damit seine antientzündlichen Eigenschaften hier zu tragen kommt. Das macht Kurkumin, indem es vor allem antientzündliche Botenstoffe aus Zytokinen emporsteigen lässt. Wenn diese überwiegen, ist die Entzündung gestoppt. Dazu schauen wir uns mal diese Abbildung an. Dann sieht man, dass Interleukin 4 und 10 hier abgebildet sind. Das sind die Konzentrationen in der Zelle. Und das sind die antientzündlichen Botenstoffe, die wir sehr gerne haben wollen bei unserem Körper. Sobald LPS dazugegeben wird, das sind Lipopolysaccharide, also Zucker, die vor allem auch in den Membranen von pathogenen Bakterien vorkommen, also schädlichen Bakterien, dann sinken diese antientzündlichen Botenstoffe in der Zelle. Ganz besonders das Interleukin 4. Wie wir wissen, sind wir täglich mehrfach diesen Bakterien ausgesetzt und damit ständig damit konfrontiert, niedrigere antientzündliche Botenstoffe in den Zellen zu haben. Gibt man hingegen Kurkumin, trotz weiterer Anwesenheit von diesen Bakterienzuckern, steigen die beiden antientzündlichen Botenstoffe signifikant an. Sogar mehr als über den Kontrollwert, wo noch keine Bakterien involviert waren. Je mehr Kurkumin, egal ob mit pathogenen Bakterien oder ohne, desto mehr antientzündliche Botenstoffe gibt es in der Zelle, was fantastisch ist. Wichtig, Kurkumin wirkt wirklich nur stark, wenn es liposomal verabreicht wird. Das seht ihr hier auch in der Studie, sonst wirkt es wirklich ganz, ganz unterschwellig einfach nur. Ja? Liposomal ist dann eine andere Schiene in der Wirkung. Weg Nummer 2, NF-kappa-B. NF-kappa-B ist ein Protein. Dieses spielt eine Hauptrolle für die Entzündung bei uns im Körper, denn es steuert die Zellteilung, Immunantwort und das Zellsterben unserer Zellen im Körper und damit auch bei der Krebsentstehung. Denn alle
zuvor genannten drei Punkte sind entscheidend für die Entstehung von Krebs. NF-kappa-B kommt in jeder Zelle aller Säugetiere vor. Wir sind auch Säugetiere, ja, und damit seht ihr auch die verheerende Macht dieses Proteins. Denn es kann an unsere eigene DNA andocken, mit seinen 10 Basenpaaren und die Expression, also das bestimmen, was deine DNA gerade herstellen soll für dich. In den meisten Fällen liegt NF-kappa-B aber inaktiv vor, also nicht im Zellkern. Dieses wird aber aktiviert durch Bakterien, Viren. Ich erinnere, 90% der Menschen tragen das Epstein-Barr-Virus in sich. Ja, aber auch RNA-Fragmente, darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Oder auch Strahlung oder Sauerstoffradikale, die beim Braten, Rauchen, Stress und so weiter entstehen. Oder auch Schwermetalle, Mikroplastik. Ja, im Prinzip alles, was uns heute so umgibt. Und das ist das Fatale. NF-kappa-B ist bei uns oft erhöht und das sollte es nicht sein, denn das führt zu Entzündungen. Die Quintessenz ist jene, dass man NF-kappa-B nicht übermäßig aktiv haben möchte, ganz klar. Hier geht es darum, wie stark NF-kappa-B aktiviert wird durch die Chemo und welchen Einfluss Vitamin D3 dabei hat bei Säugern. Aber wie gesagt, NF-kappa-B ist in jeder Säugetierzelle zu finden, also auch in unseren Zellen und beim Menschen. Zunächst sehen wir WT, das steht für Wild-Typ, ne? Ein Tier ohne Vitamin D3 und ohne Chemo, da liegt der NF-kappa-B-Wert bei 0,2. Dieses Tier bekommt jetzt eine Chemo mit Cisplatin, ein Schwermetall. Dann sehen wir, das müsste ja dementsprechend dazu führen, dass NF-kappa-B ja steigt, weil es ja ein Trigger ist, dieses Schwermetall aus der Chemo, Cisplatin. Und so ist es auch, der Wert hat sich verdreifacht von NF-kappa-B. Jetzt aufgepasst, der nächste Balken, da seht ihr, dass trotz der Chemo hier der Entzündungswert NF-kappa-B massiv sinkt. Auf 0,3 wieder, also nahezu Normalwert 0,2, trotz Chemo. Doch wofür steht denn dieses P200, das dich das Ganze hier veranlasst hat? Paricalcitol. Das ist ein einfaches, aktiviertes Vitamin D3 für Menschen, die es nicht selbst bilden können, zum Beispiel mit Nierenproblemen. Ich wiederhole, die Entzündungsaktivierung durch die Chemo kann nahezu auf Null gesetzt werden wieder, wenn aktives Vitamin D3 anwesend ist und Chemo ist einer der krassesten Träger von NF-kappa-B. Von daher an Vitamin D, Vitamin D, Vitamin D. Der dritte Weg ist MAPK-Weg, ja. Der Entzündungen bei uns im Körper verursacht, ja. Dieser kann ebenfalls beeinflusst werden. Dazu schauen wir uns mal diese Studie an. Der MAPK-Weg führt nämlich hier in der Abbildung gezeigt, ja, zur Bildung von ROS. Das sind radikale Oxygen-Spezies, das heißt radikale Sauerstoff-Spezien. Ja. Diese führen wiederum zu Entzündungen und zum Zellsterben. Hier wurden die Beta-Amyloid-Peptide genutzt. Ich kürze sie mal ab in AB. Und diese sind auch entscheidend, ja, diese Beta-Amyloid-Peptide bei der Alzheimer-Erkrankung. Diese Peptide führen ebenfalls zur Aktivierung des MAPK-Wegs und damit auch zur Generation von radikalen Sauerstoffspezien im Hirn, die dann dementsprechend zum Abstellen von Hirnzellen führen und auch zu Vergesslichkeit und zu Entzündungen. Das können wir hier beobachten, wenn Nierenmarkzellen mit diesen AB-Peptiden, ja, aus den Alzheimer-Erkrankten bestückt werden. Sterben die Zellen. Je mehr von diesen Beta-Amyloid-Peptiden anwesend sind, desto mehr oder desto weiter, desto stärker sterben dementsprechend die Zellen. Führt man aber jetzt weiter diese Plaques hinzu, die zuvor zum Zellsterben geführt haben, nur gibt man noch etwas Grüntextrakt hinzu, dessen Hauptwirkstoff übrigens EGCG heißt, Epigallocorticingalat, dann kehrt sich der Trend um. Es spielt keine Rolle mehr, ob diese Alpha-Beta-Plaques noch anwesend sind, die zuvor zum Zellsterben geführt hat. Die Zellteilungsfähigkeit nimmt immer weiter zu, je mehr Grüntextrakt vorhanden. Von daher an, EGCG ein ganz, ganz spannender Stoff. Kommen wir zum letzten Weg, Arachidonsäureweg. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, EPA, Eicosapentaensäure, es gibt noch DHA, und Arachidonsäure, das ist die Omega-6-Fettsäure, das sind die Ausgangssubstanzen für die Bildung von Eicosanoiden, also hormonähnlichen Wirkstoffen, die eine wesentliche Rolle in der Immunregulation spielen. Während die Omega-6-Fettsäure, Arachidonsäure, überwiegend proinflammatorische Eicosanoide bildet, das heißt proentzündliche, das heißt für entzündliche. Aber EPA, ja, genau das Gegenteil tut, anti-inflammatorische Eicosanoide, das heißt hormonähnliche Wirkstoffe, bildet. Das Verhältnis, ja, von diesen Arachidonsäure Omega-6 zu Omega-3-EPA spielt daher eine wesentliche immunologische Rolle, vor allem auch bei chronischen entzündlichen Erkrankungen mit autoimmuner Komponente vor allen Dingen. EPA ist zusammen mit DHA, ja, der entscheidende Faktor dabei, wie das Gleichgewicht und damit die Entzündungen gestellt sind im Körper. Doch da gibt es noch ein Problem. Das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis ist etwas sehr Entscheidendes für unsere Gesundheit, was viele leider nicht auf dem Schirm haben und damit unnötig ihre Gesundheit belasten.
Diese Abbildung zeigt die desaströse Entwicklung des Menschen, genau genommen dessen Essverhalten, zuerst vom Jäger und Sammler. Dort war das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis sehr nahe beieinander und der Anteil von Fett in der Nahrung maximal bei 23%. Mit der Industrialisierung lag der Fettanteil in der Nahrung knapp doppelt so hoch und das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis klaffte immer weiter auseinander. Wieso stellt das ein Problem dar? Diese beiden Fettsäuren, Omega-3 und Omega-6, nutzen beide das gleiche Enzymsystem, Delta-6-Desaturase. Daher heißt der erste Schritt auch hier Desaturation. Hat man zu viel Omega-6, ist die Schlange so lang, dass die Omega-3-Fettsäure sich hinten anstellen muss und ihre Tätigkeit kommt zu spät zum Einsatz im Körper. Ein Beispiel wäre die positive Regulation von Entzündungen im Körper, die zu kurz kommen dann bei Abwesenheit von Omega-3-Fettsäuren. Genau genommen ist ein falsches Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis mit Übergewicht assoziiert. In Studien seht ihr hier. Und Übergewicht korreliert signifikant mit einer erhöhten Sterblichkeit in Meta-Analysen. Das ist kausal belegt heute. Als Disclaimer, viele dieser Prozesse sind hier nicht in randomisierten Menschenstudien dargestellt und dienen daher nicht als kausale Aussage, sondern eher zur Unterhaltung. Supporten könnt ihr mich natürlich in der Videobeschreibung. Danke für euren Support und wir sehen uns im nächsten Video. Ich sag ciao.